Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Sevetal Let's Player. Wir fahren heute die Linie N13 auf Berlin BRT mit einem C2 Solo Dreitürer in der Variante liegender Motor. Ja, wir fahren die N13 von Waldschenkel zur Esteltau Stadt. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 20 bis 25 Minuten schätzungsweise. Vorbereitet ist soweit alles, außer Dashboard verstellen. Wir machen uns hier mal Licht an. Fahrgastlicht machen wir auch an. Ist zwar ein bisschen hell, obwohl es auf Stufe 2 ist. Bus machen wir auch direkt an. Denn wir haben es ja nicht so schön warm hier drinne. Schade, dass die Monitore hier nicht gehen. Beziehungsweise der Innenraum ist schön. Wir haben hier einmal Datum, Uhrzeit und dann aktuelle Haltestelle und wo der ganze Bus hinfährt. Ja, gut. Wäre na klar auch ein Ding, dass der andere Teil des Busses woanders hinfährt. Einmal in der Mitte durch, ne? So, wir machen hier einmal Licht draußen an. Dann verstellen wir uns einmal noch das Dashboard. Boah, so sollte das Ganze passen. Wir müssen hier, glaube ich, gleich nochmal ein Gründchen drehen, denn wir müssen, ich habe schon mal geguckt. Ups. Ich glaube nämlich, hier auf der anderen Seite abfahren. Beziehungsweise, ich glaube, dass N13, nee, Hauptbahnhof. Müssen wir hier abfahren? Ups. Die Haltetafeln zeigen auch was ganz anderes an. Das wundert mich so ein bisschen. Aber, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. N13, ah, hier ist sie. Also müssen wir gleich einmal Turnaround machen. Der Bus ist soweit vorbereitet. Wir machen uns hier nochmal ein bisschen die Puste vorne an. Dann drücken wir nochmal auf Off, machen das hier an. So, jo, dann sind wir auch abfahrtsbereit. Wir stellen die Zeit nochmal ein paar Minütchen vor. 57 müssen wir ja abfahren, soweit ich das weiß. Ja, 3 Minuten 30, das passt. So, dann drehen wir eine Runde im Kreisel. Legen den Gang ein, lösen die Feststellbremse und rollen dann mal los. Hier ist aber ganz schön hell. Ah. Ah. Jetzt verstehe ich warum. Gut. So, bevor der LKW kommt, fahren wir mal rüber hier. Boah, ihr hattet ja ein paar freie Tage von mir, ne? Boah, ich war so fertig nach der Arbeit, tut mir leid. Da noch irgendwie ein Video zu machen, es fällt mir sehr schwer. Da könnt ihr mich bestimmt verstehen. So, wir fahren hier rechts wieder rein, wo wir rausgekommen sind. Nehmen den Bordsteiner klar mit. Ja, genau. Und dann nehmen wir uns den ersten Fahrgast mit, beziehungsweise wir machen nochmal den Fahrscheinverkauf auf einfach. So, zurück zum Spiel. Das ist schön. So. Der, ja, weiß ich nicht, Hildegard wollte ich gerade sagen. Machen die Türen na klar gleich wieder zu, denn es ist ein bisschen cold draußen. It's cold, it's cold. So. 2 Minuten nochmal vor, dann müssen wir hier noch eine stehen. Er stellt sich na klar dahin. Ja, wo soll er denn sonst stehen, ne? Haltestellenbremse haben wir hier auch. Haben wir auch eine manuelle Haltestellenbremse? Nein. Das geht, das ist gut. Zwei Automatiktüren kann man da klar auch manuell bedienen. Aber das geht alles. Türfreigabe können wir ja mal reinmachen, denn wir fahren ja eh Nachtbus. Wieso hat die jetzt so lange gedauert? Komisch. Ja, Türfreigabe mal reinmachen. Oh, das war die falsche Tür. Schön.
So. Ha. Nicht drauf geluckt. So, wir haben. Oh, ja, sorry. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Moin, moin. So. Dann können wir auch abfahren. Ist es bereit? Ja, wir haben bestimmt eh nicht so viele Fahrgäste, denke ich. So, Void-Getriebe ist auch am Start. Wie man es kennt, wie man es kennt, wollte ich gerade sagen. Und dann schießen wir los. Irgendwie gefällt mir das immer noch nicht mit dem Fahrgastlicht. Aber besser als so, muss ich sagen. So, wir fahren hier links raus aus Waldschenkel. Stahnsdorfer Hof. Stahnsdorfer Hof. Und machen nochmal gleich den Nachtmodus von dem Drucker hier rein. Weil sonst blendet der ja ganz schön. Guti, Tempomat hätten wir auch. Können wir sogar benutzen. Weil wir heute faul sind. Sag ich mal so. Zwei Leute ist Rekord jetzt schon. Ach so, und rechter Winkelassistent haben wir auch. Gut, der nicht funktioniert, aber. Ah, ist ja relativ, ne? Hauptsache der Bus fährt. Und das ist sogar eine Version, die wir noch nicht hatten von dem Bus hier. Ne? Und die andere Dreitürer-Variante mit dem stehenden Motor. Aber sonst hatten wir alle Varianten. Muss ich sagen, muss ich sagen. So. Stahnsdorfer Hof, Wilkener. Okay, schön, dass die Ampeln aus sind. Schön, schön. Jetzt muss ich nochmal Hilfspfeile. N13. Gut, das passt. Wenn du nicht fährst, dann fahre ich. So. Und den Tempomat wieder rein. Straße. Oder können wir ja eigentlich voll gechillt hier fahren? Können wir den Tempomat auch auf. Oh ja, sorry. Können wir den Tempomat auch auf 45 stellen? So ungefähr, Pi mal Daumen, 44. Mein Gott. Uns wären nicht die Beine abgehackt. Eine Minute Verfrühung haben wir jetzt schon aufgebaut. Also, wir haben ganz schön Zeit. Also können wir hier auch ein bisschen rumtrödeln, würde ich sagen. Mein Gott, ne? So, dann müssen wir die Minute hier nochmal abwarten. Das ist na klar schön, gleich zu Anfang. Aber gut, was macht man nicht alles, ne? Können wir die Türfreigabe reinmachen? Und der Bus schnellt sich na klar. So wie alle Berliner. Aber naja. So, 0,1 Grad. Ja, wir haben minus 1. Also es ist ja wirklich kalt geworden. Gut, in anderen Regionen von Deutschland, da liegt ja wirklich Schnee, ne? Da liegt ja wirklich Zentimeter hoher Schnee an. Und wir hier im Norden sind verschont geblieben. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Gerade die in Norddeutschland, die müssen doch Schnee bekommen, habe ich mir so gedacht. Aber irgendwie ist da nichts geworden. Naja. Mal abwarten, was noch kommt, ne? Letztes Jahr war das ja auch so. So, wir haben Abfahrt, ne? Ja, können noch ein paar Sekunden hier stehen bleiben. Sonst haben wir gleich wieder Verfrühung. Eins nach ist hier sowieso Abfahrt. Zwei, eins, bitte abfahren, sagt der Drucker. Ah, komm. Wann sollen wir denn am schwarzen Weg sein? Auch eins nach. Da können wir safe durchfahren. Das ist nett. Dankeschön. Die Ampeln sind ja zum Glück hier auch aus, also von daher. Stahnsdorf, Schwarzer Weg. Schwarzer Weg. Der erinnert mich hier in Stade immer an Schwarzer Berg. Ne, Tatsache. Hier will keiner rennen. Naja, wer nicht will, der hat schon. Das ist so wie auf Malle. Heute billig, morgen teuer. Oder andersrum, ne? Die Malle-Fans, die kennen sich da aus. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Teltow Feuerwehr. Teltow Feuerwehr. So, ja, zwei Gefahrgäste haben wir da klar immer noch. Die wollen bestimmt auch bis in Niemaland mitfahren.
Also mal ganz gechillt hier. Ist hier ein Überweg? Ja, Tatsache, aber will keine. Wer nicht will, der hat schon, ne? So, Teltow Feuerwehr. Hier möchte keiner mit. Dann nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, was die Hilfspfeile hier sagen, weil OMSI Navigation zeigt die Tour irgendwie rückwärts an. Also die Hintour. Ramradbrücke. Ramradbrücke. Müssen wir bestimmt links, ne? Ja. Weil da kommen wir woanders hin. Das steht ja auch. Da kommen wir woanders hin. So. Hier möchte, denke ich, keiner rüber. Wir fahren weiter geradeaus. Ja, Tatsache. Ramradbrücke. Die Brücke zum Ramrad. So. Da ist alles frei. Ups. Aber ich dachte, ich nehme den Bordstein mit. So, N13 immer noch geradeaus. Ah, hier möchte. Ja, gut. Wir machen ein bisschen Break an Terminus. Zur Not, ich weiß ja nicht, ob wir da nochmal anhalten, aber ich glaube nicht. Wartestraße. Wartestraße. Anscheinend können hier, glaube ich, aber am Terminus kurz einmal stehen bleiben und ein paar Minuten verschenken. Stehen wir zwar in Bagdad, wo wir nicht anhalten müssen, aber wen juckt das? Das sollte keinen jucken. Einmal schön über den Parkplatz hier donnern. So. Ramradbrücke Terminus. Stellen wir uns hier mal kurz hin. Obwohl, OMSI Navigation sagt ja wirklich, dass hier eine Haltestelle ist. Die Leute denken sich jetzt auch, ist er bescheuert, wieso bleibt er hier mitten in der Pampa halten? Aber so ist das, so ist das. So, Wartestraße, da weiß ich, wo wir lang müssen. So, 0:30, also können wir auch abfahren. Von der illegalen Haltestelle, die gar nicht auf der N13 existiert. Naja. So. Da ist alles frei. Das freut mich, das freut mich. So, jetzt aber Gas. So, am zweiten Kreisel links. Also die zweite oder dritte Ausfahrt. Wer möchte noch mit? Anscheinend. Komm, wir lassen dich hier nicht stehen. Kannst du mit? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend möchte er nicht mit. Dann nicht. Hat er sich geirrt. Na, vielleicht sollte man auch die Türfreigabe rausmachen, um loszufahren. Hahaha. Naja, so ist das. Ups. Ups. Heute auf Drogen unterwegs, oder was? Wartestraße. So, Wartestraße. Ah nee, es kommt gar kein zweiter Kreisel. Das war eine große. Ach nee, das war eine große Kreuzung, wo die Ampeln schon an sind. Anscheinend. Ja, schön, dass die Linksabbiegerspur rot wird. Das freut mich, na klar. Sehr. Jetzt können wir auch das Gebläse hier ausmachen, weil so oft werden wir die Tür, glaube ich, nicht aufmachen. Bin ich mir fest der Überzeugung.
Und einen Schluck trinken nicht vergessen. So. Klar, große Kreuzung hier wieder. Muss man stundenlang warten. Hat sie aber gehört, was ich gedacht habe. Ihr habt nicht grün. Ist gut. Na gut, wir haben auch einen grünen Pfeil, ne? So, jetzt haben wir 30 Sekunden beziehungsweise eine halbe Minute Verspätung. Möchte da jemand mit? Da steht Öhmchen. Da steht wirklich noch Öhmchen. Da kommt noch wer. Guten Tag. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke noch. Regeltarif. Kurzstrecke. 1,90, 10 Cent zurück, bitte. So. Havelstraße. Havelstraße. Zeigt auch schön an, muss ich sagen. Da möchte auch noch wer mit, oder? Nee, die geht da. Aber auch steigen. Und Erik möchte mit. Mann, 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 Mann. So. Einmal bitte Fahrschein. Jo, Schwarzfahrer. Also jetzt nicht in dem Sinne, ne? Ihr wisst, was ich meine. An Schwarzfahrer. Ne? Nicht falsch denken. Könnte man, na klar, aber so war das nicht gemeint. An der Stelle einmal. So. Striebelsweg. Striebitzweg. Ganz knackige Runde hier. Ah, diese Sounds, ey. Die sind wirklich schön. Schön die Ohren versohlen, ich sag's euch. Na gut, das Voigtgetriebe, ne? Bestimmt nur ein Fahrgast, ja, können wir manuell wieder zumachen und abfahren. Jetzt wollen sie aber alle aussteigen hier, ne? Mann, 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 Mann. Das geht gar nicht. Jahnstraße. Jahnstraße, ja. Vorgelesen und gesagt. So muss das, so muss das. So. Wieder nur mittlere Tür. Ein Fahrgast haben wir noch. Das kann auch nicht sein. So. 9 nach. Oh, wir haben fast eine Minute Verspätung. Wie kann das denn sein? 30er Zone. Wenn hier ein Blitzer ist, ja, dann ist das so. Ne? Wilsdorfer Platz. So, 35 machen wir mal den Tempomaten rein. Ah, ja, genau. 6 km/h zu schnell. Du willst mich doch verarschen. Mr. Mac Pommes. Den sehen wir jetzt auch schon das dritte Mal. Aber okay. So, jetzt haben wir 0 Fahrgäste. 0, 0, 0. So ausgestiegen, ne? Jo. Direkt weiterfahren. Die 30 sind ja hier immer noch, denke ich. 34 mal reinmachen hier. Geht geradeaus. Bürgertreff. Da treffen sich die Bürger. Albert-Wiebach-Straße. Nee, doch nicht, hä? Zeigt um sie Navigation hier wieder. Ja, Tatsache. Tatsache. Omsi Navigation zeigt hier mal wieder Schmutz an.
Ah, man darf sich halt nicht darauf verlassen, anscheinend. Jetzt will der Gang hier nicht rein. Du stehst mir gleich auf die. Ah, gut, dass du rot hast. Kann ich hier rangieren, wie ich lustig will. Oder wie ich lustig bin. Ja, bleib mal da stehen. Scheiß LKW. Mann. So. Mann, 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 Mann. N13 muss hier lang. Schöne Sekunden verschenkt jetzt hier. Albert Wibatsch, Wibachstraße. Das passt wunderbarst. Und dann ist die nächste Haltestelle schon unsere Haltestelle oder Endstelle. S-Bahnhof Teltowstadt, Gonfrevillstraße. Da sind wir auch wieder pünktlich. Joa. So muss das, so muss das. So, die 26, also 600. Ach du Scheiße. Die 626 und 25 sind wir noch nicht gefahren. Weil ich weiß nicht, wo wir da lang müssen. Das ist immer so 50-50 anscheinend. So. N13. Das ist doch richtig, ja. Von da sind wir gekommen. Können wir hier auch schon. Sagt schnell, das Fahrgastlicht einmal ausmachen. Denn wir haben ja eh keine Fahrgäste. So, ein bisschen dunkeln. Mit dunkeln ist gut munkeln, wa? Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, wir kommen ja jetzt von der anderen Seite. Stimmt. Haben wir Verfrühung? Glaub schon. Nee, doch. Naja. So ist das, so ist das. So. Alles okay, das freut mich. So, dann machen wir den Gang raus, den Motor aus, die Feststellbremse rein. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen, dieses kleine Ründchen Ormsi 2 mit mir, den Seevetter Let's Player. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ist es, na klar, wie immer euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Ich bedanke mich fürs Zusehen dieses Videos. Ich bin's, euer Seevetter Let's Player. Ihr dürft mich na klar auch Pierre nennen. Und somit haut rein, bleibt der geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.